Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Spezialist für leichtes und schnelles Lernen. Und in diesem Video geht es um den Dienstvertrag und den Werkvertrag. Aber zunächst einmal die Einordnung in die Struktur. Beide Verträge finden wir im BGB, in unserem bürgerlichen Gesetzbuch, unserem Lex Generalis, unserem allgemein gültigen, sehr grundlegenden Gesetz, und dieses BGB besteht aus 5 Büchern. Da ist zunächst einmal das erste Buch, und dann kommen in dieser Struktur die anderen. Das zweite Buch, das dritte Buch, das vierte Buch und das fünfte Buch. Das erste Buch ist nämlich der allgemeine Teil. Hier stehen Dinge wie Rechts- und Geschäftsfähigkeit gewissermaßen vor die Klammer gezogen, weil das für alle weiteren Bücher gilt. Das zweite Buch ist das Schuldrecht, das dritte das Sachenrecht, das vierte das Familienrecht, das fünfte das Erbrecht. Wir sind im zweiten Buch und da haben wir noch einmal eine Unterteilung in Schuldrecht allgemeiner Teil AT und Schuldrecht besonderer Teil. Und genau in diesem Schuldrecht besonderer Teil sind wir, und zwar bei den Paragraphen 611 folgende. Denn es geht ja hier um Dienstvertrag und Werkvertrag. Der Dienstvertrag ist geregelt in den Paragraphen 611 bis 630 BGB, besonderer Teil des Schuldrechts, und der Werkvertrag ist geregelt ab Paragraph 631. Der letzte Paragraph vom Dienstvertrag, der 630, ist das Zeugnis, kann man sich gut merken. Ein Dienstvertrag endet mit einem Zeugnis und ab 631 beginnt der Werkvertrag. Der Dienstvertrag, jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Der Dienstvertrag ist zeitbestimmt und der Werkvertrag ist erfolgsbestimmt. Wir wollen nicht so tun, als seien die Grenzen immer klar zu ziehen. Eindeutig, ein Dienstvertrag ist der Arbeitsvertrag. Arbeitsverträge sind Dienstverträge. Deswegen finden wir die Grundlagen für Arbeitsverträge in den Paragraphen 611 bis 630 beim Dienstvertrag. Und eindeutig erfolgsbestimmt ist eine Reparatur, wenn man also einen Handwerkerauftrag gibt oder ein Bad fliesen lässt, dann kann der Fliesenleger nicht sagen, so, ich habe jetzt hier 3 Stunden rumgemacht, es ist zwar keine Fliese an der Wand, aber ich möchte jetzt die Zeit bezahlt haben. Das geht nicht, denn der Werkvertrag ist erfolgsbestimmt. Werkvertrag ist erfolgsbestimmt und der Dienstvertrag ist zeitbestimmt. Grenzen können in der Praxis durchaus fließend sein. Lassen sich nicht täuschen durch das Bild. Die Grenzen sind nicht so klar in der Praxis manchmal wie dieses Bild. Nur hier ist es klar: Arbeitsverträge sind Dienstverträge, Reparaturverträge sind Werkverträge. Wenn Sie leichteres und schnelleres Lernen interessiert, schauen Sie doch mal vorbei im Spaßlerndenk-shop.de. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert.